so ein bisschen Angst, dass ich hier irgendwelche Sachen verpasse. Deswegen gehe ich hier mal so quer rein schon. Sauerstoffversorgung kritisch. Abschaltung eingeleitet. Alle Schotten sind verlegt. Die verdammte Stadt ist so gebaut, dass bei einem Notfall wie diesem hier kein Mensch rauskommt. Entweder wir bekommen wieder gesunde Bäume oder du bleibst für immer hier unten. Toll. Sag mal. Ja, gut. Nein, ist doch gut. Mach wieder auf. Da waren wir schon. Upsala. Die Rosa Gallica haben wir schon gesehen. Haben wir schon ein bisschen vorgearbeitet. Und daher. So, haben wir da noch? Brauchen wir noch, wa? Oh, da brauchen wir noch jede Menge. Fotografieren wir mal alle, damit wir jetzt hier recht weit vorauskommen. Da links war auch was, oder? Nee. Oh, wo gehst du hin? Schnell. Und A ist fertig. Erhöhter Schaden. So, jetzt kann ich die auch wieder hacken. Nee. Oh. Wie ging das? Ha. Die hätte ich jetzt auch fotografieren können. Aber egal. So, da hinten können wir ja nicht mehr. Ach, ich muss mir mal ganz kurz kratzen. So, jetzt geht's weiter. Ach, jetzt ist das ganze Gemüse ab. So ist es. Schnell Fotos schießen von denen. Die sieht man mal so schwer. Oh cool, so fertig gemacht. Brauchen Sie etwas Ruhe? Ah ja, das ist richtig gut. Und Frieden, dann verwenden Sie die Natural-Camouflage, um hören Sie einfach auf, sich zu bewegen. Schon werden Sie unsichtbar, denken Sie daran, nicht zu sehen heißt zu glauben. Hä? Was war das Hackers? Die Light ist nicht so wichtig. Genau, jetzt ist nämlich hier offen. Ja, genau, jetzt ist er nicht unsichtbar. Das ist echt nützlich. Wenn man stehen bleibt. Es scheint nichts zu passieren. Geh mal aus dem Wasser raus. Wenn mich hier einer angreift. Bin ich sicher. Oh ne, ich sag bloß die Leben. Aber was ist hier? Ist doch gar nichts.
hier mal was gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Enchanting. Schnell ganz viele Fotos machen. Die Note ist, glaube ich, jetzt weiß ich es immer, wie gut ich das Foto geschossen habe. Und nennen sich die Saturnjünger. Naja, sie trinken menschliches Blut und singen geisteskranke Sprechchöre. Sie glauben, sie wären beseelt von altertümlichen Gottheiten. Dass ich nicht lache. Alternde Mitglieder einer Bruderschaft sind sie. Die Plasmide schlucken und es Ambrosia nennen. Ja, so sind Menschen einfach. So. Okay. Ist hier irgendwas? So, mal gucken. Kommt wohl. Kommt doch. Alter Schaden. Achso. Achso, weil ich ja sichtbar werde. Ah, Trottel. Ich Idiot. Ich hab vergessen, mein Foto schießen. Werde ich ja wieder sichtbar. Ich glaube, das Fläschchen ist wichtig, was ich sammeln muss. Ach, guck mal an, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ich glaube, hätte ich mich jetzt so lange nicht bewegt, dann hätte der Typi sich wieder unsichtbar gemacht und wäre abgehauen. Bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt, was ich gerade sage. Oho, da oben ist noch eine Hiefspritze. Na, lass mich rauf da. Und Geld. Das ist einfach nur mal auch sehr interessant, was sie da für einen Scheiß labern. Ist hier überhaupt überall lang? Wo bin ich hier? Also, ich bin zwar eine Frau der Wissenschaft, aber ich scheue mich nicht, den einen oder anderen Dollar zu verdienen. Ryan hat gesagt, wenn ich die Profite in Arcadia erhöhen kann, würde ein Teil der Mehreinnahmen bei mir hängen bleiben. Also dachte ich mir, warum für Sauerstoff bezahlen, wenn wir doch Bäume haben, die Photosynthese betreiben? Mensch, wir können doch die Sauerstoffüberproduktion an den Rest der Stadt verkaufen und die anderen Jungs unterbieten. Ryan wird das sicher gefallen, denn Fontaines Leute sind mit aller Macht ins O2-Geschäft eingestiegen. Arschloch. Abhauen auch noch bei dem. So. Was ist da unten? Oh, ich kann hier so. Ne, ich dachte, ich kann hier so richtig runtergehen. Ja, na klar. Muss ich doch, oder? Das heißt doch. Wesentlich weiter, okay. Ich glaube, das sind alles Orte, die ich noch gar nicht besuchen muss unbedingt. Aber ich mach's einfach mal, wenn fertig ist. Kann ich wieder umlang gehen.
So, hier oben finde ich wieder jede Menge Zeug. Was ist das? Pistole, Bein, Kisten, Munition. Wo war denn jetzt die Plasmide? Da. Nee, Munition. Ich bin zwar eine Frau der Wissenschaft, aber ich scheue mich nicht, den einen oder anderen einfach hier vorne lang fertig ist. Ryan hat gesagt, wenn ich die Profite in Arcadia erhöhen kann, würde ein Teil der Mehreinnahmen bei mir hängen bleiben. Also dachte ich mir, warum für Sauerstoff bezahlen, sehr gut, wenn wir doch Bäume haben, die Photosynthese betreiben? Mensch, wir können doch die Sauerstoffüberproduktion an den Rest der Stadt verkaufen und die anderen Jungs unterbieten. Ryan wird das sicher gefallen. Denn von Tanks Leute sind mit einer Macht ins O2-Geschäft eingestiegen. Na, wir gehen erstmal nicht hier lang. Ich weiß, ich komme mal eh noch hin. Also von daher. Das ist einfach nur... Tötet ihn, das Gift! Tötet das Gift! Hör zurück! Das ist ein Scheiß! Oh Mann! Sicherheitslücke. Das Sicherheitslücke, Tonicum, passt die Temperatur ihrer Epidermis dahingehend an, dass sie Sicherheitskameras und Geschütze verwirrt und ihre Reaktion entsprechend verzögert. Brauchen wir nicht. Wir können ja mal gucken, ob wir, ja, ob wir was herstellen können. Na, auf jeden Fall. Naja, machen wir das einfach mal. Da ich zwar jetzt mittlerweile andere Tötungsmethoden für diese Leute hier habe, ist es mir nicht egal. Früher wusste ich halt immer so gut Bescheid, von wo die Gegner kommen, dass ich die Traps immer schon vorher legen konnte. Haben wir ja eh schon alles vorbereitet. Mein Geschütz zerstört. Zeig ja auch. Ich hab niemand eingeladen. Sagt wer. Richtig Sinn machen die Traps, wenn man die auf 3 und so hat. Das ist richtig geil. Sterben die so fast instant. Pistole. Aber hier unten auch mal lang. Ich geh mal anders herum. Hab ich erwischt noch, ja. Oh, du wolltest. Ganz schön Scham mit seinen. Ein Angriff. Muss ich aufpassen. Boah, schon wieder. Ich geh einfach mal in den unteren Weg jetzt mal. Ich will das mal auskundschaften schon. In der Regel kann man ja eigentlich nicht zu viel vorwegnehmen.
ist nämlich einfach nur... Was? Das war's? Naja, gut. Mittlerweile geht das so mit Munition, war? So extrem ist das mittlerweile gar nicht mehr. Ach, hier waren wir ja schon. So. Na gut, dann gehen wir einfach mal weiter. Geradeaus. Hier waren wir ja schon, war? Genau. Was. Wenn ich jetzt komplett den Weg folge. Ja, werden wir ja mal sehen. Probieren wir einfach mal aus. Ach, haben wir schon. Ach, wieso fotografiere ich denn eigentlich immer nicht? Ah, das war jetzt blöd. Den habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Ah, gut, die sind dort. Hier waren wir schon. Aber wir holen uns mal gleich ein paar Verbandskästen. Ja. Dann nehmen wir auch mit, komm. Nein, nein, nein. Das ist der Wahl am Mühe. Das ist der Plasmid-Blues. Du musst dich mit dem Splicen ein bisschen zurückhalten und ähnlich wie siehst, bist der Plasmid-Blues. Denk daran, ein kluger Splicer ist ein glücklicher Splicer. Der Houdini-Bewerber teleportiert von Houdini-Splicern kann leichter vorhergesehen werden. Also dauert jetzt länger. Ich glaube, das abgehauen jetzt, oder? Oh, 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 oh. Das ist es. Nein, nicht, du bist ein Nichts, ein Niemand. Aber das ist nicht der Teleport-Splicer. Hm. Ah ja, kann ich auch hacken. Wenn ich jetzt schon dabei bin, hier alle zu hacken. Okay. Das nehmen wir da hin. Nach oben. Dann machen wir noch ein groß eins da. Bla. Und jetzt eins nach oben. Da. Und fertig. Brauchte ich eigentlich gar nicht machen. Dann kann ich nochmal meine Dings verändern. Ich aber gar nicht. Hm, keine Ahnung. Dieser komische Houdini ist ja eh abgehauen. Ja. Das war jetzt ein bisschen haarscharfer. Haarscharfer. Alter Kla. Okay. Haben wir auch erforscht. Also gehen wir jetzt mal wieder zu ihr zurück. Wartet mal. Ah, egal, da kommen wir eh noch hin. Von daher. Hier haben wir jetzt schon die. Aua. Ja, klar. Du bist geschützt, ey. Muss halt immer ein bisschen aufpassen, weil, wie gesagt, randoms kommen ja halt dann immer wieder Gegner noch her. Hast
Na klar. Ich lasse dich jetzt rein. Ich glaube, ich habe genau das, was wir brauchen, um dem Wald wieder neues, grünes Leben einzuhauchen. So. Hacking-Experte. Ist das Original-Hacker-Smart-Gen-Tunikum, das den Alarm ausschaltet und dabei hilft, Kurzschlüsse zu vermeiden. Diese Plasmid aus der Hackersmat-Reihe ist ein absolutes Muss für ihn. Eine Alarmplatte und eine Überlastungsplatte weniger beim Hacken. Sehr nützlich. Leider nicht genug Platz. Ich wollte nicht rauchen. Na egal. Witzig, wie sie es hier gemacht haben. Rauchen schadet sozusagen der Gesundheit, ja. Gibt's an diesem verdammten Ort denn nichts, was diese Ungläubigen nicht stehlen? Papierhandtücher, Tintenfässer, Zaubernüsse, Chlorophylllösung, sogar meine alten Ausgaben von National Geographic. Damit schmücken sie ihre widerlichen kleinen Schreine, schätze ich. Diese kranken Idioten. Wer sagt, dass man einem alten Hund keine neuen Tricks mehr beibringen kann? Eine gewisse bescheuerte Pflanzenforscherin braucht 4 Jahre, bis sie den Trick raus hat, die Bäume im Pazifikraum zu entlauben, um die Japsen zu verjagen. Und jetzt sitze ich hier auf dem Grund des Atlantiks und versuche herauszukriegen, wie man den Prozess wieder umkehren kann. Adam, das ist wie schwarzgebrannter Schnaps, multipliziert mit der Atombombe, multipliziert mit Eva und der Schlange. Mal sehen, was es ausrichten kann. So, was haben wir denn hier? Tisch. Hier ist ein Teddy. Kann ich die Dinger hacken? Ich müsste die eigentlich hacken können, aber eigentlich ist es auch scheißegal, ob ich die hacke oder nicht. Oh, das Sicherheitssystem hat sich ja deaktiviert. Hä? Also nur für eine gewisse Zeit, wie mir aufgefallen ist. Aber ist doch scheißegal, ich will die ja auf meine Seite haben. Also muss ich die Dinger mal lahmlegen. Und doch mal kurz hacken, weil ich glaube, später kann ich es auch hacken. Ach man! Nee, darf ich nicht. Dann erst später erst. Ach. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Oh. Was hast du denn da? Schönes Müll. Toll. Na gut, die machen wir hier durch. Julie, wir beide hatten doch eine Abmachung, oder etwa nicht? Und es ist bereits Geld geflossen. Lass mich dir aus unserem Vertrag vorlesen. Mr. Ryan. Ich zitiere Abschnitt 3.4. Die Ryan Industries Corporation erhält die Exklusivrechte zur Herstellung, Nutzung und Verwertung des Lazarus-Vektors. Eigentum bedeutet zivilisatorischen Fortschritt, Julie. Ohne die Wahrung des Eigentums fallen wir zurück in die sumpfige Vorzeit. Toll. Nein, 4, 5. Hm.